Nein, fick die Fakten. Fakten sind für Loser. Und natürlich, ganz wichtig immer... Für Loser. No. How can you not like the German language, bro? How can you not listen to that joint and be like, man, that's... Hey guys, welcome back to the channel. We're going to be checking out a video titled Donald Trump Destroyed by German TV. So this is the Huge Show. So we're going to be checking out this video right now. So I'll be checking out a lot more of these for sure at a later date. Not right now, you know, a little bit series, you know, one here, one there. You know, and you know, bunch of reactions that you guys suggest as well. So we're gonna be checking out this one right now. So thank you for watching, and let's see what's up. And the ironic issue about this, not issue, it's not an issue, the ironic situation about this is Donald Trump is actually German. Anyways, man, let's get right into this video. Thank you for watching. Like and subscribe. And yeah, let's get right into this video, guys. Die goldenen Vollpfosten 2015. Ja. Und wo wir gerade dabei sind, verleihe ich jetzt noch einen ganz besonderen Vollpfosten. Er geht hochverdient an den kommenden Präsidenten der USA, an Donald Trump, meine Damen und Herren. Ja, ja, sozusagen der Vollpfosten fürs Lebenswerk. Haben wir extra hier oben so ein bisschen. Why does he have the blonde hair on top? You are illegal. Get him out of here. No. No, not the blonde hair on top of the award. No, 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 no. Ja. Natürlich. Leute. Jetzt ernsthaft, ich behaupte, in einer Welt, die immer populistischer wird, ist Trump der Politiker der Zukunft. Dumm, laut und extrem gut frisiert, meine Damen und Herren. Wir schalten mal live zu unserem Washington-Korrespondenten Christian Ehring. Christian, wichtigste Frage zuerst. Wird sich Trump an das historische Klimaabkommen von Paris halten? Also, Herr Welke, zum Thema Klimawandel hat der Präsident, ich nenne ihn einfach schon mal so, das Entscheidende längst gesagt. Zitat, es gibt keinen Klimawandel. Mal ist es wärmer, mal kälter, das nennt man Wetter. Zitat Ende. Ja, und wenn Sturmfluten ganze Regionen verwüsten, dann ist das halt Scheißwetter. Ich liebe diesen Mann. Wie schön, aber ist er nicht eigentlich brandgefährlich? Quatsch. Nein, Trump ist genau das, was die Leute heute wollen, auch in Deutschland. Große Fresse mit einem gesunden Schuss Wahnsinn. Nicht immer, ja, aber die Fakten, aber die Fakten. Nein, fick die Fakten. Fakten sind für Loser. Und natürlich, ganz wichtig, immer... No, für Loser. No. How can you not like the German language, bro? How can you not listen to that joint and be like, man, that's fire. That's actually fire, bro. Hose. Würde ich Waterboarding wieder genehmigen? Sofort. Da könnt ihr euren Arsch drauf wetten. Und selbst wenn wir damit keine Informationen bekämen... Die Typen hätten es trotzdem verdient. So, selbst wenn wir nichts aus euch rausfoltern, es macht uns einfach Spaß. Da können sich selbst die Islamisten noch eine Scheibe von abschneiden. Ja, machen die ja gerne mal eine Scheibe abschneiden. Also. Sehr gut, ja. Der Trump sagt einfach, was er denkt. Gut, die schlechte Nachricht ist, meistens denkt er nichts, aber ist doch egal. Der kann einfach mit Menschen, der kann sogar mit Tieren. Zugegeben, dieser Adler hier hat ein bisschen mit ihm gefremdelt, aber Trump hat das dem Vogel nicht übel genommen. Also er hat ihn natürlich totgefoltert, ja. Aber dann war die Sache für ihn auch erledigt. Ich behaupte, wenn Trump erstmal im Amt ist, dann wird er viel diplomatischer. Ja, zu Angela Merkel hat er sich doch total nett geäußert. Ich dachte, Merkel wäre eine große Politikerin, aber in Sachen Flüchtlinge ist sie geisteskrank. Die ist geisteskrank. Die ist geisteskrank. Die Alte ist geisteskrank. Trump spricht halt die unangenehmen Wahrheiten aus. Alle Mexikaner sind Vergewaltiger. Und Merkel ist geisteskrank. Ja? Allgemeinwissen. Der will gar keine Muslime mehr ins Land lassen. Der ist sogar den Republikanern peinlich. Und das... Nah, boy, I ain't gonna hold you, man. The Huge Show is actually really crazy. Like, I don't care what nobody has to say. This is one of the most funny things that I've actually react to just flat out from a perspective of like you just listening or reading. It's just straight up funny and it makes sense. Geht eigentlich gar nicht. Ja,
Ja. Mit Klartext kommen Sie natürlich nicht zurecht, Sie Mainstream-Matratze. So, Newsflash, Welke. Politisch korrekt war gestern, heute ist sinnlose Härte gefragt. Kein Problem ist so komplex, dass man es nicht mit mehr Schusswaffen lösen könnte. Weder in Paris noch in Kalifornien haben sie viele Waffen. Das ist das Problem. Wenn ich da mit einer Knarre gewesen wäre, hätte ich die Terroristen abgeknallt. Bam! Bam! Ich behaupte, wir müssen einfach nur Trump über Syrien abwerfen. Ja? Und wette mit ihm! Ich gehe jede Wette ein. Der Mann kriegt das hin. Der Mann löst das ganze Problem im Alleingang. 3 Minuten später hat er den kompletten IS abgeknallt. Ja? Und warum? Weil er es kann. Weißt du mal, ich kriege langsam Angst vor Ihnen, Ehring. Sie klingen ja wie ein Trump-Fanboy. Wie bitte? Fanboy? Sie sind ja geisteskrank. Geisteskrank. Sie gehören abgeknallt und hinterher noch gefoltert. Genau so machen wir es. Christian Ehring, meine Damen und Herren. Vielen Dank. No. Aber er kann... No. No. Get out of here. I'm done. No, I'm not supposed to laugh too much because this part of your face hurts. Listen, hey. Gosh, man, that was funny. Listen, hate Donald Trump or love him, right? He brings a lot of drama and humor to politics. I can't lie. Wow, that was just, wow, that was insane. But yeah, we got to get up out of here. Any suggestions, feel free to leave those in the comment section down below. Thank you guys for watching. I appreciate that. We out of here, man. Peace.